Katalog Nummer 5, Franz Franken II, der Mensch, der sich zwischen Tugenden und Lastern entscheiden muss. 400.000, 450.000. Dieses Bild wurde uns vor etwa einem halben Jahr aus einer Berliner Privatsammlung angeboten, in Form eines alten, kleinen, schlechten Fotos. 900, 950, 1 Million. Bei der Auktion Alter Meister am 21. April 2010 erzielte ein opulentes Meisterwerk des flämischen Malers Franz Franken die bisher höchste Versteigerungssumme in der Geschichte Österreichs. Schätzwert 500.000 Euro. Den Zuschlag erhielt das Gemälde für 7,02 Millionen Euro. Der Inhalt dieses Bildes ist so humanistisch und intellektuell dargestellt werden. Antike, mythologische Figuren in Verbindung mit christlichen Figuren, mit christlichen Allegorien. 2.600.000 Euro. Der letzte Stand der Forschung ist der, dass es wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer Hochzeit entstanden ist und dass es wirklich den Menschen zeigt, der sich zwischen Gut und Böse entscheiden muss. Es ist eine streng symmetrische Anordnung der Figuren und des Geschehens, der Himmel, die Erde und die Hölle. Die Hölle ist sicherlich aufgrund dessen, was sich dort abspielt, die interessanteste Sphäre. Im Mittelpunkt steht der Teufel, unübersehbar. 3 Millionen. 3 Millionen. 3 Millionen. Der Teufel, der auf einem Drachen reitet und von allen möglichen Fabelwesen umgeben ist. 3.900.000. 4 Millionen, Dankeschön. Für ein Bild dieses Alters hat es so gut wie keinerlei Schäden. Minimale Retuschen, die vermutlich aus dem 18. Jahrhundert stammen und den Wert des Bildes in keiner Weise beeinträchtigen. Mit dem Verkauf dieses Gemäldes ist der Name des flämischen Malers Franz Franken weltweit in aller Munde. Ein Höhepunkt in der Geschichte des Hauses. Das Totem hat neben den großen internationalen Auktionen, wie wir jetzt sehen, zum Beispiel die der Alten Meister, auch sehr viele kleine Auktionen, tägliche Auktionen. So machen wir über 600 Auktionen und bieten natürlich dadurch eine unglaublich breite Palette an und sprechen alle Schichten der Bevölkerung an. Das Gebäude, in dem wir uns befinden, ist eines der größten Auktionsgebäude der Welt und war zur damaligen Zeit auch das größte Auktionshaus weltweit. Für 4.500.000 Euro. Es stammt aus dem Besitz eines Bischofs von Antwerpen, dem die Stadt Antwerpen es im frühen 18. Jahrhundert geschenkt hat. 5 Millionen. 5 Millionen. Das Bild ist dann nochmal 1949 ganz kurz aufgetaucht in einer Auktion in Hannover und verschwand dann aber wieder in Privatbesitz. Letztendlich kam es jetzt aus dem Eigentum eines Berliner Sammlers. Haben wir noch Gebote? Ein Großteil der Bilder und Dinge, die bei uns verkauft werden oder über das Totem versteigert werden, kommen nicht aus Österreich. Zum Beispiel hier im Bereich der Alten Meister sind über 80% der Bilder aus Italien, Deutschland, Amerika, England und werden auch von Amerikanern, von Deutschen, von Italienern gekauft. 5,5, Dankeschön. 129. Programmatisch wendete sich Franz Franken stets mythologischen Themen zu. Besonders die Details der nuancenreichen Szenen von der Mensch, der sich zwischen Tugend und Lastern entscheiden muss, illustrieren dies. Es wurde ihm wahrscheinlich vorgegeben, was er darstellen sollte. Er hat ökonomisch gearbeitet, das heißt, er hat manche Figuren aus seinen eigenen Beständen übernommen. Er hatte sicherlich einen Zeichnungsfundus in seinem Atelier, auf den er zurückgreifen konnte. Nicht immer hat der Meister alle Einzelheiten eines Bildes selber getätigt. Hier aber ist es so, dass die durchgehend hohe Qualität des Bildes dafür spricht, dass niemand anderer als Franz Franken, also der Werkstattleiter, selber die Arbeit durchgeführt hat. 6 Millionen auf 129, danke. 6 Millionen. 6 Millionen. Diese Funktion als Marktplatz erfüllt das Dorotheum seit Jahrhunderten, aber in dieser Stärke eigentlich erst seit in den letzten Jahren. 6 Millionen 100.000 auf 133. Es ist also wirklich eine Sternstunde eines Auktionshauses, denn zum einen das Meisterwerk eines namhaften Künstlers, zum anderen ein Bild von komplexem und interessantem Inhalt. 6 Millionen 100.000 auf Konto 133. Zum zweiten. Zum dritten makellos erhalten. Und 6 Millionen 100.000 auf Konto 133. Zum dritten. Dankeschön.